Kid for my wins, I need my ends. This life is real, if they pretend. Aim off the fence, I get it in. I get it in, I get it in. Kid for my wins, I need my ends. This life is real. Was geht ab, Leute? Daily Vlog Nr. 14 ist es, glaube ich. Wir sind wieder zurück hier in Tobis Lockdown Park und ihr habt uns ein paar kleine Challenges und Tricks aufgetragen. Die versuchen wir heute mal abzuarbeiten und ich würde sagen, für jede Challenge, die wir nicht schaffen, muss einer von uns beiden diese Jelly Beans hier probieren. Wir hatten sie neulich schon einmal im Stream. Die sind absolut abartig, kann ich euch versprechen. Also es gibt immer zwei Versionen, es gibt immer eine, also eine Farbe. Und entweder ist das ein guter Geschmack oder was absolut ekelerregendes. Zum Beispiel, wir machen mal ein kleines Beispiel hier. Entweder Strawberry Banana Smoothie oder halt toter Fisch. Das ist die gleiche Farbe und ich würde sagen, wir checken einfach mal ein paar von euren Tricks ab und gucken, was wir schaffen und was wir nicht schaffen. Let's go. Okay, ihr habt einige Vorschläge geschrieben. Manche sind natürlich auch völlig am Übertreiben. Wie gesagt, wir sind hier in einem sehr tighten, engen Indoor-Park und irgendwelche Leute kommen an mit Triple Tail Whips. Das können wir natürlich nicht machen, aber ich würde sagen, wir steigen erstmal easy ein. Ihr habt sowohl auf YouTube als auch bei Instagram geschrieben. Und Tobi und ich machen immer abwechselnd, würde ich sagen. Allererster Trick, Alley-oop Bar on the Wall. Yeah, this is Tan. Baba back. Deswegen denke ich mal, dass er das auf dem Step-Up meint. Jo. Okay, ich habe auch noch einen Easy One, einfach nur Single Oppo Bar den Step-Up hoch. Also Tobi, ich glaube, die Leute verstehen nicht ganz, wie tight und tech und eng das hier alles ist. Oder meinst du, du kriegst hier einen 360 Tailwhip to Barspin irgendwo hin? Nee, also... Nee. Ja, komm, wir machen den Whip Air. Max Brina BMX, Whip Air. Dann machen wir den beide. So, der Tobi holt gerade einen Döner und währenddessen zeige ich euch mal kurz die besten Vorschläge hier, die wir reinbekommen haben. Als erstes haben wir Q-Pork 7, K.A. wie man das schreibt, lul. Wipe to bear. Dable Tail Whip. Dable Tail Wipe. Fleer. Fakey to bar to hand blend to flare. Auch eine geile Line, so. Form Pit, Frontflip, no food. Future Whip, oder wie das Ding heißt. Also das waren bis jetzt so die besten Random-Vorschläge. Bevor wir essen, machen wir noch zwei, drei Formos. Letztens hat einer in einem Video gefragt, im Hintergrund, warum diese Person so aussieht, wie sie aussieht, als sie da durchgegangen bin. Habe ich schon beantwortet, das ist die Kombi. Das war ich. Mit einer Warnweste, weil ich nämlich gesehen werden möchte im Dunkeln. Und diesem wunderbaren Helm, weil du gesehen werden möchtest im Dunkeln. Waiting. Okay, bevor wir jetzt den Döner essen, machen wir noch ein paar Foamer-Challenges. Als erstes haben wir hier Tire Grab to Bar Foam Pit. Noch nie probiert, glaube ich. Next up, 720 Foam Pit. Damit würde ich sagen, gehe ich in die Pause, aber Tobi braucht auch noch zwei Foamers. Tobi geht aufs BMX, denn damit kann er ein bisschen mehr spinnen und drehen. Linus LMTB Cork 7. Ja, ist ein bisschen tight, ne? Aber dann zählt mein 7er auch. Ja. Spin it to win it. Double Backflip Torque, Triple Tail Whip oder ist der zu einfach? Double Backflip 720, wie sieht's aus? Hier haben wir wieder einen Klassiker, den sogenannten Trinkebar Foam Pot. Yalla, Cash Roll.
Wenn nicht, dann Jellybean. Ich glaube, das ist ein Jellybean wert. Ich muss noch für die Corbys 450 auf jeden Fall eine Jellybean essen. Okay, ja. So, bevor es in die Dönerpause geht, ich habe den 450 nicht geschafft. Das heißt, eine Bohne für mich und Tobi hat die Casual nicht geschafft, deswegen eine Bohne für Tobi. Ein Rädchen mit bei, da muss man dran drehen und dann die entsprechende Farbe essen. Wenn man Glück hat, ist es halbwegs angenehm vom Geschmack und wenn man Pech hat, tja, dann hat man den Pech. So. Oh Gott, ey. Ich hab gar keinen Bock, Alter. Ich hoffe, ich habe Glück, ey. Guten Appetit. Ich glaube, das ist falsch. Yes! Das ist eindeutig Pfirsich, Alter. Geil. Glück gehabt. So, Tobi? Alles klar. Tutti Frutti oder Stinky Socks? Tutti Frutti. Fuck. Theo probiert freiwillig. Einer muss jetzt auch mal ins Schwarz treffen hier. Können wir so lange machen, bis einer das ekliger. Weil Profiling. Schmeckst du nicht eklig? Ja? Mhm. Also der war zwar eklig, aber. Also, das hier ist entweder Schokoladenpudding oder Hundefutter. Das ist definitiv kein Schokoladenpudding, Alter. Lass Döner essen jetzt, Alter. Ich hab das Gefühl, es schmeckt immer noch so ein bisschen nach Hundefutter. Trotz Döner, Alter. Oder der Döner nach Hundefutter geschmeckt. Ja. So Leute, für heute war's das. Leider ein sehr kurzes Video, tut mir leid, aber ich muss morgen sehr früh raus und habe noch einiges zu erledigen. Wir machen aber das Ganze noch weiter, also gerne weitere Tricks in die Kommentare schreiben, aber wie gesagt, behaltet im Hinterkopf, das ist alles sehr tight, sehr eng, sehr techy. Das heißt, wir werden hier keine Backflip Double Tailwhips in Step-Up hochmachen, sondern lieber Tricks, die möglich sind, die zwar Challenges sind, aber die halt möglich sind. In die Kommentare und ansonsten, wenn es euch gefallen hat, gerne Like da lassen, abonnieren nicht vergessen, wenn es euch gefallen hat, Kommentare lassen sowieso und natürlich Trickvorschläge und dann sehen wir uns direkt morgen im nächsten Daily Vlog wieder. Tut mir leid, dass es heute ein bisschen kurz war. Macht's gut, bis morgen. Peace.